Herzlich willkommen Ihnen, liebe Teilnehmer, zu unserem dritten Online-Seminar. Die Themenreihe steht unter der Überschrift Erfahren Sie mehr über Migräne. Wir freuen uns, dass wir heute Sabrina Moll als Referentin bei uns haben. Das Thema ist weniger Stress, weniger Migräne. So hilft Stressmanagement. Und damit übergebe ich auch schon gleich das Wort an Frau Moll. Hallo, dann darf ich Sie auch alle von meiner Seite begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute Abend eingeschaltet haben, um den Vortrag zu hören. Ja, mein Name ist Sabrina Moll, ich bin Psychologin und möchte heute gerne auf das Thema Migräne und Stressauslöser auch bei der Migräne in Kooperation mit der Migräneklinik in Königstein eingehen und Ihnen das so ein kleines bisschen näher vorstellen. Gut, ich würde einfach mal mit dem Diathese-Stressmodell beginnen, um die gesamten zusammenspielenden Einflüsse etwas genauer darzustellen. Ganz häufig steht das Thema Stress mit im Vordergrund, wenn es um die Behandlung der Migräne geht. Aber auch ganz häufig steht die Frage im Raum, was hat denn der Stress mit meiner Migräne zu tun? Ich habe seit Jahren Migräne, so viel Stress habe ich nicht. Oder ich habe seit Jahren keinen Stress mehr, die Migräne ist dennoch da. Und oft macht es Sinn, sich einfach mal ganz breit darüber bewusst zu werden, was alles Stress sein kann, wie Stress vielleicht auch gar nicht so wahrnehmbar, dennoch kontinuierlich mit dabei sein kann und deswegen immer wieder doch als auch ein kontinuierlicher Einflussfaktor mitwirken kann. Das Diathese-Stressmodell der Migräne, das sehen Sie jetzt vor sich, das dröseln wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf. Sie sehen die Diathese, das ist im Grunde die ganz persönliche individuelle Neigung oder Veranlagung oder das individuelle Risiko, an der Migräne zu erkranken. Bei Migränebetroffenen handelt es sich dabei um eine ganz spezielle sensitive Reizverarbeitung, die da eine große Rolle spielt. Das ist zwar eine sehr, sehr leistungsstarke Reizverarbeitung, aber diese hohe Reizsensitivität führt dazu, dass Migränebetroffene Reize grundsätzlich ganz ungefiltert verarbeiten und das bei einem ganz, ganz hohen Energieaufwand. Und die ungünstige Krux an der ganzen Sache ist, dass dabei eine ganz geringe Gewöhnung bis hin zu keiner Gewöhnung an den Reiz stattfindet. Das heißt, es werden ungefiltert immens viele Umweltreize, innere und äußere, verarbeitet und das mit unheimlich viel Energie und unheimlich geringer Gewöhnung daran. Und irgendwann ist da einfach auch die Kapazität aufgebraucht. Diese Veranlagung mit dieser neuronalen Reizverarbeitung ist aber nicht der einzig aussagekräftige Faktor, der bestimmen wird, wann, wie häufig oder wie stark tritt eine Migräneattacke auf. Dazu müssen wir uns tatsächlich noch mit hineinspielende ganz andere Einflussfaktoren anschauen. Ganz klar natürlich all die Reize, die inneren und die äußeren, die im Grunde auf die eigene Wahrnehmung eintreffen und die verarbeitet werden müssen. Und wir gehen im Grunde davon aus, dass jedweder innerer oder äußerer Reiz uns Menschen gefühlstechnisch, in Gedanken, körperlich und auch im Verhalten aus einer gewissen Balance heraus aktiviert. Und solch eine Aktivierung auf diesen vier Ebenen, da sprechen wir von einer Stressreaktion. Da kann uns Menschen aber natürlich tausendfach unheimlich vieles aktivieren. Und das können, das können zwischenmenschliche Dinge sein, das kann jede kleine Alltagsstörung sein, das können Anforderungen, Pflichten, der berühmte Termindruck sein, der aber nicht der einzige Stressfaktor ist. Und grundsätzlich sind uns ganz viele Faktoren oder Reize gar nicht als Stressfaktor bewusst, weil uns grundsätzlich als Mensch gar nicht klar ist, was uns vielleicht aktiviert oder dass wir auch auf einer Ebene aktiviert sind, die wir in dem Moment als, als Stressreaktion oder als ein Stresserleben bezeichnen würden. Die Kombination der persönlichen Veranlagung und das auf die Wahrnehmung treffen der Reize, das reicht aber auch noch nicht aus, um zu erklären, warum letztendlich irgendwann die eigene Migräneschwelle erreicht ist. Da müssen wir ganz individuell den persönlichen Stress
Verarbeitungsstil und auch die eigene Stresswahrnehmung mit hineinrechnen. Der ein oder andere ist total entspannt, was Pflichten und Anforderungen angeht und würde sich da nicht groß unter Druck setzen. Und der nächste wiederum hat einen immens hohen Anspruch an sich und ist deswegen total aktiviert und hat das Gefühl, er muss unheimlich viel Aufgaben ganz grandios erfüllen. Der ist natürlich in einer ganz anderen Stressreaktion als ersterer, den das nicht in diesem Maße juckt. Es kann sein, dass wir unheimlich viele innere Antreiber haben, die uns verschiedenste Reize in einer ganz anderen Variante wahrnehmen und darauf reagieren lassen, als es wiederum anderen Menschen geht. Neigen wir vielleicht total zum Katastrophisieren von unterschiedlichen Dingen? Hat man eher einen ängstlichen Verarbeitungsstil oder ist man jemand, der überhaupt nicht gut mit eigenen Gefühlen und Emotionen umgehen kann und das auch nicht gut regulieren kann? Ist man eher der gelassene Mensch oder nimmt man sich alles unheimlich persönlich zu Herzen? Auch eine ganz große Rolle spielt natürlich, wie geht man selbst mit Schmerzen um, wenn es um die Migräne geht. Der ein oder andere geht sehr ängstlich, triggervermeidend mit Schmerzen um. Der nächste geht da eher total über seine eigenen Grenzen. Und Schmerz ist eine körperliche Reaktion, eine Stressreaktion und kann nicht nur, ja, die Folge von Stress, sondern auch wiederum der nächste Stressauslöser sein. Und wenn wir hier in diesen drei Bereichen, die Sie auf der Folie sehen, eine ungünstige Kombination haben, dann können Sie hier auf dem nächsten Schaubild sehen, sind wir natürlich grundsätzlich in solch einer Kombination als Mensch viel schneller an einer eigenen Symptomschwelle, im Falle der Migränebetroffenen, an der Migräneschwelle angelangt. Und die Chance, dass das häufiger oder intensiver über die Schwelle kippt, die ist natürlich viel größer, als wenn diese Faktoren eine deutlich günstigere Kombination ausmachen. Hier zeigt sich auch relativ weitläufig und breit der Ansatzpunkt von den unterschiedlichsten Behandlungsmöglichkeiten, sei es medikamentös bzw. medizinisch oder eben auch psychologisch. Denn wenn wir nochmal ein kleines Stückchen zurückgehen, sehen Sie ja in diesen kombinierten Einflussfaktoren unheimlich gut, dass es da eben nicht nur rein um eine körperliche Behandlung geht, sondern wenn wir hier eine günstige Kombination erreichen wollen, dann spielen da eben aus den unterschiedlichsten Alltagsbereichen, aber auch psychologische Faktoren eine unheimlich große Rolle. Vielleicht macht das nochmal ein bisschen einfacher, sich das Ganze in einem etwas kindlicheren Bild vorzustellen. Sie sehen das berühmte Fass, das auch hin und wieder mal zum Überlaufen neigt. Nehmen Sie gerne das volle Fass als die Kombination all Ihrer individuellen Einflussfaktoren, die bei Füllung bis hoch zur Decke des Fasses oder zum Rand des Fasses tatsächlich die eigene Migräneschwelle ausmacht. Und was da alles in das Fass fließt, das ist total individuell. Jeder hat natürlich seine Ventile am Fass. Ventile, die Wasser auch ablassen und dabei helfen, möglichst weit weg vom Rand des Fasses zu gelangen. Das kann eine schöne unterstützende Partnerschaft sein, eine unterstützende Familie, Freunde, Hobbys, positive Aktivitäten. Alles, was für Sie Positives oder eine Ressource darstellt, ist im Grunde ein Ventil an Ihrem Fass. Über Jahre oder Jahrzehnte reichen Ventile aber häufig nicht aus, das ganze Wasser rechtzeitig abzulassen, das in das Fass hineinfließt. Oder manche Ventile versiegen. Es kann einfach sein, dass das Fass über eine lange Zeit wirklich bis zum Rande gefüllt ist. Und sogar wenn da kein großer weiterer Eimer oder eine Kelle Wasser nachschippt. Sie alle wissen, wenn das Fass voll ist, dann reicht da eine Vibration oder ein kleiner Tropfen und das Fass fließt über. Das erklärt häufig auch ganz gut, weshalb man vielleicht in einer längeren Krankschreibung oder tatsächlich bei Reduktion von Arbeitsstunden oder sogar beim Eintritt in die Rente häufig über Monate merkt, Mensch, da ist ganz viel Anforderung weg, aber die Migräne wird nicht besser. Wir wissen aber gar nicht, wurde das Fass bisher gefüllt oder ist jetzt gerade nur ein Eimer Wasser weg? Vielleicht kann es auch sein, dass der Eimer Wasser Arbeitsstress weg ist, aber man zu Hause sitzt und sich einen unheimlichen Stress selbst macht vor lauter schlechtem Gewissen, sind jetzt die Kollegen mit meinen reduzierten Arbeitsstunden überfordert oder was bleibt hier liegen, wenn ich jetzt das nicht mache? Nur das ist auch das typische
erleben innerhalb der Migräneattacke, wenn dann die Angst losgeht, wie soll ich das bloß alles wieder nachholen? Und das ist schon wiederum der nächste Wassereimer, das nächste Stresserleben, das in das Fass hineinkippt. Häufig ist uns gar nicht bewusst, was da alles an Wasser mit hineinkippt, weil wir im Alltag häufig Pflichten und Anforderungen als einen Hauptstressor sehen und man dann die ganzen anderen kleinen Wassereimer einfach nicht mehr bewusst als das wahrnimmt, nämlich was sie sind, auch eine Art von Stress oder zumindest eine Wasserfüllung in ihrem persönlichen Fass. Und in das Fass fließt eben auch das ganze Schmerzerleben der Migräneerkrankung mit hinein. Und daraus entstehen vielleicht Ängste vor dem Schmerz oder tatsächlich auch bei dem einen oder anderen eine Phase an depressiver Verstimmung, weil der Schmerz einfach über Tage, Wochen nicht deutlich besser wird, weil er natürlich einschränkt und belastet. Nur es kommt vielleicht zu Einbußen im Alltag an Leistung oder Funktion. Und in diesem Fall ist dann in einer ganz ungünstigen Wechselwirkung das Stresserleben, das durch den Schmerz entsteht, wiederum ja, das nächste Fässchen oder Eimerchen Wasser, das in das Fass kippt und damit aber auch wieder den nächsten Schmerz oder das nächste Überschreiten der Migräneschwelle auslöst. Also wir sprechen hier dann von einer ganz ungünstigen Wechselwirkung, die, glaube ich, auch ganz gut erklärt, weshalb man oft über Jahre keine große Reduktion der Migräne bemerkt, auch wenn vielleicht von außen einige der Stressfaktoren inzwischen abgeschafft sind oder wegfallen. Und ich glaube, gerade in dieser Wechselwirkung und in dieser Problematik sitzen unheimlich viele mit einer chronischen Migräne oder ja, Betroffene, die wirklich seit Jahren bis Jahrzehnten mit den Kopfschmerzen zu kämpfen haben. Und da setzen wir tatsächlich auch immer wieder vom Thema Stressbewältigung oder Stressmanagement mit ein. Das beinhaltet eben nicht nur, wie komme ich bestmöglich mit meinem Wochenstress zurecht, sondern es beinhaltet im Grunde einen Ansatz an all diesen kleinen Themen, die in das Fass hineingeflossen sind und auch diese Wechselwirkungen mit aufrechterhalten. Die psychologischen Ansätze, diesem unterschiedlichsten und variationsreichen Stress gerecht zu werden und da auch eine Regulation oder eine Reduktion zu erreichen, die sehen wir hier nochmal im Groben aufgeführt. Es geht viel um psychotherapeutische Prozesse, die vor allem mit der Therapieform der kognitiven Verhaltenstherapie in allererster Wahl angegangen werden. Da kann ich gerne auch gleich noch 2-3 Worte dazu sagen, was aber auf jeden Fall leitliniengerecht mit im Programm, im Behandlungsprogramm stehen sollte, was auch in der Migräneklinik einiges des Programmes ausmacht. Das ist das Erlernen von verschiedenen Entspannungstechniken, sei es die progressive Muskelentspannung nach Jacobson, bei der es hauptsächlich um den Wechsel von Anspannung der Muskulatur und einer folgenden Entspannung geht, um einerseits auch die Anspannungswahrnehmung zu stärken und zu trainieren und auch gleichzeitig eine grundsätzliche oder eine Anspannungsregulation des grunderhöhten Anspannungsniveaus zu erreichen. Biofeedback wird ganz gerne eingesetzt. Da geht es tatsächlich häufig darum, um mit visuellen oder auch auditiven Signalen ein Anspannungserleben sichtbar zu machen, sodass man auch unter der Sichtbarkeit des Anspannungserlebens in eine Übung oder in Training gehen kann, diese Anspannung zu regulieren und sich grundsätzlich auch immer wieder kontinuierlich im Alltag in eine Entspannung, in eine Deaktivierung sozusagen der körperlichen oder der emotionalen oder der gedanklichen Ebene zu bringen. Da gehört natürlich grundsätzlich einfach auch ein ganz veränderter Alltags- oder Lebensstil mit dazu. Es ist grundsätzlich wichtig, eine Balance und eine Regelmäßigkeit in den Alltag einzubauen. Und das fängt schon bei basalen Dingen wie regelmäßigem Schlaf, auch einem über die Woche 7 Tage, 24 Stunden betrachteten, ähnlichen Schlafrhythmus anzugehen. Es geht um regelmäßige Mahlzeiten und auch ausreichender Getränkezufuhr. Und natürlich, immer bei dem Wort der Regelmäßigkeit, geht es natürlich auch um den Einbau von Entspannungstechniken und auch einer leichten Ausdauersportbewegung, aber vor allem auch an sich regelmäßiger Bewegung, die sich in den kompletten Alltag mit hineinziehen sollte. Große Themen sind natürlich häufig die Themen,
die aus unseren ganz persönlichen, individuellen, inneren Antreibern entstehen und häufig eben dazu führen, wie geht man selbst grundsätzlich eben mit all diesen ganzen Reizen und Stressoren im Alltag um. Ganz, ganz häufige Themen, die ich in der Klinik und auch in der Praxis im Alltag mit meinen Klienten erlebe, sind tatsächlich Themen wie unheimlich große Schwierigkeiten zu haben, Nein zu sagen oder sich abzugrenzen, Aufgaben oder Anforderungen oder Bitten anderer abzulehnen. Eine perfektionistische Tendenz, die häufig dazu führt, dass man einen ganz, ganz hohen Anspruch an sich hat und deswegen vielleicht auch die Anforderungen, die von außen an einen herangetragen werden, mit 180% unbedingt erledigen möchte, was natürlich dazu führt, dass man in einer anderen Stressreaktion steckt als vielleicht jemand, der nur 80% gibt oder der super gut Nein sagen und auch mal etwas ablehnen kann. Wo hängt das mit dem Kopfschmerz zusammen? Wenn wir uns damit stressen oder überfordern, dann ist das natürlich in der Kombination mit dem Körper und all den Stressreaktionen, zu denen wir in der Lage sind als Mensch, eine ungünstige Kombination. Und deswegen setzen wir auch, wenn wir die Migräne behandeln wollen, ganz viel an diesen Themen an. Natürlich wird man nicht von der einen Seite vom Superperfektionisten auf einmal zum Oberschluri, der irgendwie zu gar nichts mehr Lust hat und gar nicht mehr leisten möchte. Und dass das nicht mal eben, weil wir Psychologen das sagen, irgendwie in 3 Tagen getan ist, das ist völlig klar. Das sind oft tatsächlich schwere und anstrengende Prozesse, die auch wieder eine Art von Stress erstmal mit sich bringen. Aber grundsätzlich kann man da über einen Zeitraum, in dem man sein Verhalten verändert, innere Einstellungen verändert und da auch grundsätzlich ganz anders rangeht, an die Dinge zumindest eine leichte Reduktion in diesen, wir sagen dazu immer, inneren Stressantreibern erreichen, um tatsächlich Überforderungen und Anspannungserleben im Alltag auch über diese Seite zu reduzieren. Ein großes Thema in der Psychotherapie ist aber tatsächlich auch der Umgang mit der Migräne, der Umgang mit den Einschränkungen, die nun mal zu einer Migräneerkrankung mit dazugehören, zu erlernen, den Umgang vielleicht auch mit Ängsten vor eintretenden Attacken zu erlernen. Es geht viel tatsächlich um die Erhöhung einer Lebensqualität, nicht indem wir den Schmerz auslöschen, was nun mal einfach nicht mit einem Fingerschnipsen machbar und möglich ist, sondern indem wir grundsätzlich mit den Klienten zusammen erarbeiten und da auch unterstützend begleiten, ein qualitativ hochwertigeres Leben auch trotz der Schmerzerkrankung zu führen. Und da spielen eben viele, viele psychologische Faktoren eine Rolle. Ich würde das gerne noch einmal, damit Sie einfach auch noch mal so eine kleine Übersicht haben, was so das Thema Stress mit sich bringt. Diese Folie, die ist jetzt etwas voll. Ich werde sie dann noch mal ganz kurz ein paar Minuten durchleiten. Würde ich gerne noch mal mit Ihnen durchgehen. Aber wir sehen in der ersten Zeile, das ist die berühmte Stressampel, die in Deutschland ganz gerne in Stressbewältigungstrainings verwendet wird, sehen wir die möglichen Stressoren, die in irgendeiner Art und Weise auf Sie einprasseln können und damit eben eine Stressreaktion mit sich bringen könnten. Sei es eben die Leistungsanforderungen, sei es der Schmerz, sei es irgendwelche sozialen Interaktionen oder was auch immer. Kann uns in Stress geraten lassen, muss es aber nicht. Es braucht auf jeden Fall, und Sie sehen das in der zweiten Zeile, es braucht auf jeden Fall unsere ganz eigene individuelle Persönlichkeit mit unseren individuellen Stressverschärfern oder Verstärkern, die überhaupt dazu führen, dass wir als Mensch den Stressor auch wirklich als Stressor wahrnehmen. Ne, wenn ich überperfektionistisch bin, dann wird eine Aufgabe des Chefs um 5 vor Feierabend sicher etwas ganz anderes an Stress in mir auslösen, als wenn ich jemand bin, der sagen kann, ach gut, das mache ich morgen entspannt, da denke ich heute auch nicht mehr dran. Ne, das heißt, unsere Art, uns selbst zu überfordern, Ansprüche an uns zu stellen, die Dinge zu bewerten und so wie wir sie bewerten, auch emotional darauf zu reagieren. Das spielt eine unheimlich große Rolle, ob ein Stressfaktor überhaupt in der Lage ist, mehr oder weniger Stress und eine entsprechende Reaktion in uns auszulösen. Was Sie dann in der dritten Zeile unten sehen,
nämlich die Stressreaktion, die dann entweder körperlich, gedanklich, emotional oder verhaltensbezogen losgeht. Und das passiert dann auch eben nicht alleine, sondern das sind sich gegenseitig beeinflussende Ebenen. Ne? Wenn mein Kopf denkt, oh Gott, ich muss diese Aufgabe unbedingt heute noch vor Feierabend erledigen, dann geht mir sicher der Puls hoch, ich fange vielleicht an zu schwitzen und zu zittern, fühle mich total überfordert und hilflos und fange an, völlig hektisch irgendwie noch eine halbe Stunde Überstunde zu machen, um die Aufgabe zu erledigen. Ne? Also ich bin auf allen vier Ebenen aktiviert und im Stress. Und diese individuelle diese individuelle Stresskette, die wird im Grunde überhaupt erst bestimmen, wie wir von außen dann aber auch ganz individuell bei Ihnen jeweils ansetzen, den Stress auch zu bewältigen. Sie haben einmal, und das sehen Sie ganz recht in den, rechts in den drei Spalten, unterschiedlichste Kompetenzen auch auf diese Themen bezogen, mit dem Stress umzugehen. Die instrumentelle Kompetenz, die möchte im Grunde eine Art Problemlösen darstellen, zu schauen, kann ich mit den ganzen äußeren Stressoren besser umgehen. Da geht es viel um Zeitmanagement oder darum, Grenzen zu setzen. Tatsächlich sehr problemlöseorientiert mit den Dingen umzugehen. Während in der zweiten Zeile die mentale Stresskompetenz Sie als Individuum ganz persönlich betrifft, nämlich Ihre innere Haltung, Ihre Überzeugungen anzugehen, zu verändern, um eventuell auch mögliche Stressoren nicht in diesem Ausmaß zu bewerten. Da geht es viel um Ängste abbauen, Einstellungen zu verändern, über starke ausgeprägte Einstellungen vielleicht auch ein bisschen reduzierter zu erleben. Und in der dritten Spalte sehen Sie zuletzt noch die regenerative Stresskompetenz. Und das ist so ein bisschen wie in einer Ehe, in guten und in schlechten Zeiten, egal ob gerade eine stärkere oder geringere Kopfschmerzphase der Fall ist. Hier geht es darum, grundsätzlich den Alltag mit Entspannung, mit Pausen, mit Bewegung und positiven Ressourcen zu bestücken und damit langfristig, kontinuierlich immer gegen eine Aktivierung auf allen vier Ebenen so ein bisschen gegen zu regulieren und damit auch die Grundanspannung reduzierter zu halten. Das nochmal zur Übersicht. Ich würde jetzt im Zuge der Zeit damit auch erstmal die Übersicht soweit abschließen. Hier sehen Sie nochmal eine Folie. Ich glaube, die wird auch einfach dadurch, dass wir es als Video aufnehmen, für Sie abrufbar sein. Da sehen Sie nochmal die Zugänge zur Psychotherapie. Denn wer jetzt nicht gerade irgendwie Zugang durch einen Klinikaufenthalt hatte, kann sich natürlich auch ambulant grundsätzlich psychotherapeutische Unterstützung suchen. Und da können Sie über die Seiten, die Sie hier auf der Folie aufgelistet sehen, in Ihren jeweiligen Postleitzahlenregionen nach passenden Therapeuten suchen. Genau. Das war es erstmal zum Thema Stress und Migräne. Ich danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, jetzt werden wir noch ein bisschen Zeit haben, um ein paar Fragen zu stellen und auch hoffentlich zu beantworten. Und damit gebe ich dann auch wieder an die Frau Becker ab. Vielen Dank. Prima. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Moll. Sehr lebendig, wie Sie das alles berichtet haben. Und ich habe gesehen, es sind auch schon eine ganze Reihe Fragen, Rückfragen auch zu Ihrem Vortrag hier reingekommen. Aber ich möchte Ihnen, liebe Teilnehmer, erstmal noch berichten, was unsere nächsten Seminare sind. Damit fangen wir an. Und zwar am 24.03. kommt zu uns Deutschlands einzige Professorin für Physiotherapie. Das ist Frau Professor Dr. Kerstin Lüttke aus der Universität zu Lübeck und sie referiert darüber, wie Physiotherapie Ihnen helfen kann, von Ausdauersport bis zur Therapie von Verspannungen und Triggerpunkten. Und den Termin für den April können Sie sich auch schon gleich vormerken, und zwar ist am 15.04. ein Vortrag zu dem Thema Fast so gut wie Medikamente, bewährte Entspannungsverfahren. Den Vortrag hält Sabrina Wolf. Sie ist Gesundheitsbloggerin, sie ist Entspannungstrainerin und sie ist vielen Migräne betroffen, auch bekannt durch ihre Internetauftritte auf Instagram und eben auch ihren Gewitterblog. Wir hatten schon zwei weitere Seminare vorab
Die sind inzwischen, das Video ist inzwischen aufgezeichnet und das finden Sie auf unserer Internetseite. Und wenn Sie noch mehr über uns erfahren möchten, dann schauen Sie sich doch einfach mal an, was die Migräne-Liga bietet. Wir sind nämlich an Ihrer Seite. Wir helfen Ihnen und anderen im Kampf gegen die Migräne. Wenn Sie bei uns Mitglied sind, dann sind Sie Teil einer starken Gemeinschaft. Für Mitglieder haben wir einen ganz besonderen Bonus, und zwar Sie bekommen viermal im Jahr unser Migräne-Magazin. In unserem Migräne-Magazin schreibt zum Beispiel auch die Frau Moll hin und wieder einen psychologischen Artikel. Sie erhalten da wirklich fundierte Artikel rund um alles, was die Migräne betrifft. Das ist also ein sehr großer Schatz an Wissen. Dann haben wir natürlich auch Selbsthilfegruppen. In diesen Gruppen können Sie sich nämlich genau über die Fragen, die jetzt gleich auch hier kommen werden, mit anderen Betroffenen austauschen. Wenn Sie da auf unserer Internetseite gehen, gibt es da einen Link Selbsthilfegruppen. Da finden Sie übrigens auch ganz neu seit November ein paar Gruppen, die sich rein online treffen. Auch das eine Möglichkeit für jemanden, der vielleicht in der Nähe eine Selbsthilfegruppe hat. Wenn Sie bei uns Mitglied werden, bekommen Sie einen Migränepass. Das ist so ein Papier, das Sie mitbringen können, wenn Sie zum Beispiel mal notfallhalber in eine zu einem Arzt müssen, Wochenendbereitschaftsdienst und so weiter, dann wissen die Ärzte gleich, aha, die Frau oder der Mann hat regelmäßig Migräne, und dann kann Ihr behandelnder Arzt da eintragen, was in dem Fall zu geben ist im Notfall. So. Wir haben natürlich ständig neue Informationen auch auf der Internetseite über Migräne, und wir vertreten Ihre Interessen in der Öffentlichkeit, in der Politik, schauen, dass diese Themen in die Presse kommen. Und das zu einem sehr niedrigen Beitrag von 25 Euro und auch für weitere Personengruppen einen reduzierten Beitrag. Wie kommen Sie zu uns in Kontakt? Am besten wenden Sie sich an unsere Bundesgeschäftsstelle. Die ist in Landau in der Pfalz, Willy-Brandt-Straße 20. Sie können uns auch anrufen oder Sie schreiben eine E-Mail an liga@migräneliga.de. Weitere Ansprechpartner für Selbsthilfegruppenarbeit oder die Redaktion unseres Migräne-Magazins oder andere Dinge, Mitgliederverwaltung, finden Sie auf unserer Internetseite unter www.migräneliga.de Ansprechpartner. Jetzt möchte ich aber Danke sagen. Und zwar zunächst einmal, wir haben über die BahnBKK einen ordentlichen Beitrag für diese Online-Seminare bekommen. Das ist ein Projektförderbeitrag, ja. Und jetzt ganz wichtig, danke ich Ihnen, Frau Moll, für den Vortrag, für das Referat und auch, dass Sie gleich noch für die Fragen zur Verfügung stellen. Ich danke allen aus unserem Team, die hier mitwirken, zum Beispiel die Frau Teuscher, mein Mann, der die Technik macht, Herr Weber und Herr Kreusch. Und ich danke vor allem Ihnen, liebe Seminarteilnehmer, dass Sie dabei sind, dass Ihre Fragen stellen, weil ohne Sie als Teilnehmer ist es auch alles nicht so.